So, seid ihr bereit für ein paar Finisher? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Wir sind wieder bei WWE World Wrestling Finisher Entertainment. Wie geil WWF damals, ne? World, ja, Wrestling World Finisher. Okay, reicht. Wir sind wieder bei WWE mit der letzten Show vom Final Battle. Ganz was, genau. Was mir gerade einfällt, wir haben noch gar keine Karte für Final Battle aufgestellt. Das machen wir jetzt bis zu RH, haben wir das geschafft. Da geben wir euch dann die Karte durch, so wie immer. Ja, im Opener Luke Harper gegen Grandmaster Sexy. Die machen jetzt auch so eine kleine Teamfehde, ne? Wer, ja, trägt das, schon. Wer strickt das schönere Unterhemd oder so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Luke Harper macht das hier. Nee, Grandmaster macht's einfach nochmal. Ja, dann hat der Eric Rowan gecovert, der hat nicht Luke Harper gecovert. Na, dann Luke, dann, ne? Oh. Sag ich doch. Kann es sein, dass ich wieder ein paar Punkte gut gemacht habe? Ja, mittlerweile bist du ja 2 Punkte ran jetzt. Aha. Tja, das ist ein krankes Match, oder? Da haben wir Leckerbissen für euch hingestellt, weil... Mann, meine Stimme heute, ne? So viel Aufnahme, ich habe keine Stimme mehr. Ne? Ja, also Kane gegen Jericho geht ja jetzt nur bis zum Final Battle und danach geht's ja Richtung Royal Rumble. Und wir brauchen nun mal als Herausforderer für den Royal Rumble. Und da wir dann nicht wieder so kurzfristig was bei Raw suchen wollten, bis einen Tag vorm Rumble oder so, haben wir gesagt, heute Fatal 4-Way Elimination Match, John Cena, Scott Steiner, Shawn Michaels und wow, The Nature Boy, Ric Flair um den Number One Contender Spot. John Cena, einfach weil ihr ihn ja gefordert habt, was ich nicht verstehen kann, aber ihr habt ihn gefordert. John Cena sagt's. Scott Steiner, weil er ein episches 3 gegen 3 Match gewirkt hat. Shawn Michaels, weil er Brock Lesnar geschlagen hat. Wir hatten uns eigentlich so überlegt, ja, wenn Lesnar gewinnt, hätten wir Lesnar reingestellt. Und Ric Flair Retro, weil Ric Flair eigentlich noch gar keine Rolle gespielt hat, aber Ric Flair einfach einer der besten Wrestler aller Zeiten ist. Und vielleicht die Chance auf 17 Titel hat, nicht, dass Cena nochmal von den Rekorden will. Ja, genau. So steht's. Das ist unser Main Event. Dann gucken wir mal den Rest der Karte an. Bret Hart gegen Christian. Ich tippe auf Christian! Den Shipman werden wir auch nicht los, deshalb tippe ich auf ihn. Du tippst auf den Shitman? Hm? Wenn er zum Übrigen gewinnt, ne, dann ist es gekauft. Dann ist das gekauft, richtig. Ich habe keine Lust mehr zu tippen. Keine Lust mehr. Gut, und dann haben wir die Idee, ja, da geht schon los. Submission Match. Ja, super, ey. Ja, technischer Leckerbiss. Hätte man auch zeigen können. Submission Match zwischen William Regal. Ja, wäre auch ganz geil gewesen. Aber da glaube ich, dass Regal das Match gewinnt. Ja, es gewinnt Regal. Natürlich nicht. War doch klar. Unser Champ tappt gegen Finlay. Das wird ein interessantes Match beim Pay-Per-View. Wieso schaut's doch mal aus? Dann nochmal ein Tag-Team aufeinandertreffen zwischen Randy Orton, Batista und Jeff Hardy und Matt Hardy. Evolution dieses Mal definitiv. Nö, nochmal die Hardys. Okay. War doch zu offensichtlich eigentlich, ne? Ja. Diesmal rächt sich Randy Orton an Jeff Hardy und pinnt ihn. Aber mal, ne? Matt Hardy over Batista, Randy Orton over Jeff Hardy, Hardy Boys over Evolution over Hardy Boys. Steht 2-2. Mhm. Das heißt, wir haben ein Final Battle, oder? Wir haben ein Final Battle. Klein. Ein Klein. Der Große kommt im Main Event. Der Große kommt im Main Event, ja. Chris Jericho gegen Kane, Falls Count Anywhere, dürfen sie sich nochmal durch die Halle boxen, bis es dann beim Final Battle zum Titelmatch kommt. So schaut so aus. Jericho dann vielleicht mit dem kürzesten Run überhaupt einen Monat. Naja, wahrscheinlich. So, wir befürchten nämlich, dass Kane sich da einfach zurückholen wird. Ich meine, der kürzeste ever, der geht an Kevin Steen, aber... Ein Tag, stimmt. Ja. So schaut's aus. Gut, dann... Achso, ja, Kane. Kane. Wow, okay. Falls Count Anywhere, da wird schon irgendwas passiert sein. Ja, bestimmt. Ganz bestimmt. Gut, dann kommen wir doch jetzt zum Main Event. Scott Steiner gegen John Cena gegen Shawn Michaels gegen Ric Flair. Woo! Shawn Michaels. Was? Sagst du? Shawn Michaels. Nein, ich sag Ric Flair. Ich sag, der Nature Boy macht's. The Nature Boy? Ja. Ich sage John Cena. Leider. Ja. Mach den Retro-Cena weg. Der Retro-Cena war aber noch cool. Der neue Cena stinkt. Aber ihr wolltet ihn, jetzt habt ihr ihn. Lebt damit. Wenn das ist der overpowered Cena, lebt damit, wenn er jetzt alles zerstört. Deswegen tippe ich auf ihn. Achso. Oh Gott, Scott Steiner gegen Ric Flair. Ja, schön. Oh, und direkt mal ein Gut-Wrench-Suplex. Göttlich. Aber direkt mal die Wasserstoffblonden, weißt du, gegeneinander.
Big Papa Bump, von dem bin ich echt Fan geworden. Oh ja. Oh, da ist Cena gegen Shawn Michaels, der hat ihn quasi schon eliminiert in der Luft. Quasi schon eliminiert. Baker da hinten. Von Flair. Hey, ich glaube ja, Flair macht das hier. Ja, das ist, also wenn Flair Cena mit dem Ficker von Leglock zur Aufgabe bringen würde, würde ich marken. Dann würdest du marken, ne? Ja. Mal sehen. Und jetzt, oh, krachender Shop vom Nature Boy. Und, ah, Vintage Flair mit diesem Rückenkratzer. Ja. Mit dem Back Rake, aber jetzt ist sofort wieder Big Papa Pump am Start. Schon mal jetzt gerade zum ersten Mal eine Aktion gegen Cena zeigen. Unfassbar. Oh. Exploder! Nein, das war ein T-Bone. Was? Das war ein T-Bone zum Flex. Achso, naja, ich hab's nur in Augenwinkel gesehen, weil ich mich auf Schon Michaels konzentriert hab. Der schon wieder böse am Einstecken ist. Michaels, mach mal was. Alter, ja. Michaels kriegt wieder nur auf der Fresse. Was und das? Er steckt im Arsch. Oh, Oklahoma Slam. Ja, von Scott Steiner und Ric Flair jetzt mit Cena. Mit dem Backsplex. Na gut, wollen wir mal sehen, wie sich jetzt hier... Ja, Michael steckt wieder nur ein. Das ist echt traurig. Oh! Der Nature Boy, nee. Oh, der Nature Boy, der wollte mal kurz. Yo! Oh, aber dann eine Powerbomb vom Nature Boy gegen Cena. So will ich das sehen. Ist klar, ne? Cena sucks. Und harte Schläge und you can see me, oder ist Flair zu schnell und zu abgeklärt dafür. Und auch der krachende Shop gegen Cena. Schöner Drop to Old. Shawn Michaels, ja, der Mann, der so enttäuscht hat bisher. Oh, harte Clothesline von Flair in der Ringecke. Fliegt eh als erstes raus. Und Big Power Bump mit dem Belly to Belly. Wer fliegt eh als erstes raus? Shawn Michaels. Achso. Da habe ich auch auf Flair getippt. Ja, und wir haben selbstverständlich wieder Elimination Rules an, damit das Match nicht 3 Stunden geht. Richtig. Und gefühlt auch kein Matchfluss entsteht, weil die anderen irgendwo eingreifen. Ja. Und dann erstmal dem nicht rumstehen und Luth Death Press von Cena hauen kann er. Hauen kann er? Hauen kann er. Zuhauen. Zuschlagen. Elbow Drop von John Cena und Back Suplex von Shawn Michaels. Oh, da ist der Low Blow! Ja, cover ihn doch. Nein! Aber dann schiebt er ihn ja weg. Aber dann ist Cena wieder da und dann auch schön ausgekontert von Nature Boy. Oh, Nature Boy macht's gut gegen Cena, ne? Ja. Und Neckbreaker hier von... Was hat denn Nature Boy jetzt? Wo ist Cena ausgenockt? Nein. Nein. Inverted Atomic Drop hier von Michaels. Und jetzt kommt der Scoop Slam. Nee. Ah, schon mal jetzt auch mit dem gefühlten 18. Swing Neckbreaker. Ich hab... Das ist der zweite, den ich sehe, aber das mag sein, dass das schmeckt. Oh, jetzt hier in der Ringecke. Elbow, Elbow, Combination, alter Verwalter. Wieder der Low Blow von Flair. Das ist natürlich der dirtiest Player in the game. Und natürlich auch, to be the man, you got to beat the man. Wird hier weggeschubst von Scott Steiner und dann Drop to Hold von Steiner. Oh ja. Cena und Michaels hier. Oh. WrestleMania 23 und 24 quasi im Ring. Michaels, Cena und Flair. Ja. War Steiner eigentlich auf einer WrestleMania? Ich glaube nicht. Wow! Oh. Shawn Michaels macht den Flair. Vintage macht den Flair. Flair. Ja, hat er sich auch von Flair abgeguckt. Eben. Ja, eben. Oh, oh, Shawn Michaels, jetzt ist er aber on fire! Ach, den Nip ab und versucht, wird er jetzt versuchen, hier Cena, aber gut, die Kraft verliert er wahrscheinlich. Ja, ja, natürlich das gegen Super Cena. Und zack! Fist Drop! Suplex da hinten vom Nature Boy an. Hält er den ewig oben, den Steiner. Belly to Belly von Scott Steiner, aber jetzt hat es schon Michaels da drüben am Werk. Atomic Drop! Inverted Atomic Drop, Mann. Und Scoop Slam. Und jetzt Cena mit dem Comeback. Wow, jetzt. Was jetzt? Einmal aber von Flair Michaels. Aber Kick Out und Sit-Out so. Powerbomb. Auch gekontert von Michaels. 1, 2. Oh, starker Konter von Flair. In den Schoolboy. Ja, 1. Und da kommt Cena mit You Can't See Me, 5 Knuckle. Oh, was ein Shop von Flair. Noch ein Shop von Flair. Cover denn oh, jetzt? Oh, jetzt Scott Steiner echt als erstes raus. Cover jetzt hier von Scott Steiner. FU, beziehungsweise Attitude Adjustment, der geht durch. Gewesen sein. Und das war's für Scott Steiner. Schade drum. 1, 2, 3. Yeah. Aber das ist halt Super Cena. Ja, ihr wolltet das ja so. Das müsst ihr auch da. Jetzt geht das wieder los mit den Double Team Moves natürlich.
Und Shawn Michaels Suplex. Muss als erster dran glauben. Wenn jetzt hier vielleicht Cover nach dem Double Suplex. Dann hätten wir ja meinen gegen deinen, ne? Übrig. Aber dann kommt der Nage. Oh, schönes Knie. Und? Und dann rollt es wieder ein! Ein Roller? Nein! Der Lacker ist im Seil, ich glaub's nicht! Der Lacker ist im Seil. Alter, Michael ist so tot. Und jetzt schubst er hier den Nature Boy weg. Aber Michael, komm, eine Switchy Music, Michael. Eine Switchy Music gegen Cena. Das würde schon reichen. Das würde schon reichen. Aber hart, wie schon Michael, wie lange er am Boden liegt. Oh, Overhead Neckbreaker! Overhead Facebuster. Ja. Ah, Cena auch schon lange nicht mehr gezeigt. Ja. Und wieder der Fist Drop. Komm, Michaels, komm, komm, mach was. Nee, das nicht. Nee, das nicht. Das nicht. Whip in. Erster Elbow vielleicht. Kurz gezogen. Aus der Ringecke. Jetzt komm schon. Switch in Music. Switch in Music. Und, oh dieser Sit-Down-Toss. Ah, dann ist Flair wieder da. Jetzt gehen sie beide auf Cena. Dann machen sie richtig. Flair duckt sich weg. Und zieht ihn wieder nach vorne. Ja, wohin mit ihm? Whip in die Ringecke. Ja, aber was machen sie denn da jetzt zusammen? Ja, Clothesline. Und Shawn Michaels mit einem Crossbody. Ab, Ric Flair. So lange hat er das Bündnis gehalten zwischen den beiden. Und, oh, das Knee to the Face hier. Und der Cover hinterher. Nature Boy, 1-2. Ist 2. Und Flying Form. Oh, Michaels, pass auf, da ist Cena. Aber schön ausgekontert vom Heartbreak Kid. Und nochmal gekontert, komm, Switchy Music. Oder ja, noch ein Neckbreaker, genau. Mach mir den Bret Hart. Mach mir den Bret Hart, du Sau. Pizza. Ja, und jetzt halt zusammen nochmal gegen Cena. Double Gutbuster, jawoll. Ja, geht durch, komm, covert ihn, der ist tot. Der ist drüber. Der kann nicht mehr. Jawohl, cover ihn oder mach hier Finger vor. Oder so, ja. One. Alter. Ja. Natürlich. Jawohl, und weiter, wieder. Geht weiter auf ihn. So will ich das sehen. Nochmal Double Gutbuster. Jawolski. Eieieiei. Cena vielleicht tatsächlich in Gefahr. Ja, komm, covert. Jawohl. Es ist. Finger vor Leg Lock. Der geht durch! In der Ringmitte! Tap Cena! Niemals! Tap! Super Cena Tap, niemals! Oh Gott, dann fangen wir jetzt noch eine Switchy Music von Michaels, dann ist jetzt Schluss! Nein! 1, 2, 3! Schau mal, kannst du raus! Das darf nicht wahr sein! Das ist doch alles belogen, betrogen und benutzt! Nein! Submission muss ich, aber dann bin ich bei mich auf Flair Seite. Also wenn sie dann Submission Flairs Aufgabe ziehen, dann ist das extrem lächerlich. Nee, da kämpft sich raus, Ric Flair. Ja, okay, gut. Oh! Ja. Nee, jetzt nochmal der Finger vor! Nein, nicht der Finger vor. Einfach nur ein. Aber er geht aufs Knie, das ist ja nicht blöd. Nee, überhaupt nicht. Jetzt macht das der Nature Boy richtig. Jetzt macht das richtig. Covert ihn jetzt hier. Cover one. Nein, das reicht nicht. Aber unsere Leute sind im Finale. Ja, und Gutbuster von Flair hier gegen Cena. Und hebt ihn nochmal hoch. Und. Oh, das ist der Vintage Kneebreaker. Jetzt geht er aufs Bein. Jetzt weiß er. Jetzt versucht das mit dem Cover da. 1, 2, 3. Der Nature. Ein sterbender Hund auf der anderen Leitung. Ja, der Nature Boy hat Super Cena geschlagen. John Cena sucks. Unfassbar. Ja, mein Punkt. Ich krieg einen Punkt. Und du nicht. Ich tippe auf Cena, weil er so OP ist. Und ich tippe auf den Nature Boy, weil er to be the man. You've got to beat the man. Ach ja, ich hab's dir gesagt, pack den Retro rein. Nach einem Kneebreaker, ey. Ist halt sein Signature-Move. Und Cena hat ja auch viel auf die Beine eingesteckt, ne? Voll. Wahnsinn, ja. Aber Ric Flair gegen Kane, ich sag's einfach mal. Oder gegen Jericho, ne? Und Ric Flair ist der Number One Contender beim Royal Rumble. Der Nature Boy. Unglaublich. Der gefühlte 18. Frühling von diesem Mann. Schon. Wahnsinn. Ric Flair beim Royal Rumble auf den Sieger von Chris Jericho und Kane. Das wird doch mal super! So schaut's aus. Und morgen bei ECW.
Müssen wir noch gar nicht was wir zeigen. Ich habe eine Idee, die kennt der Tim ja noch gar nicht. Die kenne ich noch nicht, weil die kennt ihr dann erst recht nicht. Richtig, und in diesem Sinne sehen wir uns morgen bei ECW. Tschüss! Ciao! Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe es hat euch gefallen. Das war's für diese Folge. Wenn ihr eine Menge Spaß hattet, dann gebt dem Video doch einfach einen Daumen nach oben, denn das würde mir für die Zukunft sehr helfen. Wenn ihr noch mehr Let's Plays sehen wollt, dann klickt einfach hier links auf die Let's Play Spalte, denn dort kommt ihr auf eine Playlist mit über 100 angefangenen Let's Plays. Da denke ich mal, wird bestimmt was für euch dabei sein. Und wenn ihr keine Lust mehr auf Let's Plays habt, dann klickt ihr einfach rechts, denn dort könnt ihr auf eine Playlist kommen mit unseren Real-Life-Videos, Frittieren und Co. Da werdet ihr bestimmt auch eine Menge Spaß haben, denn die Videos sind absolut abgefahren. Und wenn ihr in Zukunft den Wolfpack joinen wollt und kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt unten auf Abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein.